Grüezi miteinander. Wir melden uns zurück bei Weltwoche Daily Spezial aus Dresden. Hier an jeder Hausecke eine Art History Channel der Imposanz. Unglaublich. Jetzt sind wir an einem Brennpunkt, darf man glaube ich sagen, der sächsischen Geschichte, ja der europäischen Geschichte, wo die Großmächte der damaligen Zeit gleichsam ein- und ausgegangen sind, beziehungsweise auch verkörpert in einzelnen Herrschergestalten, die hinter uns aufgezeichnet sind. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Im Hintergrund sehen Sie dieses Halbrund aufragend. Das ist Teil der alten sächsischen Residenz, im Krieg zerstört, wieder aufgebaut. Dann hinter mir sehen Sie ein Gemälde an die Wand gezaubert. Auch das hat den Krieg überstanden, musste allerdings zwischendurch abgenommen werden. Das ist gleichsam der Fürstenspiegel Sachsens, der Fürstenzug. Wir kommen dann gleich drauf mit Professor Werner Patzelt. Aber hier nochmal der letzte Dreh. Da das Parlament der Stände, das heißt die Adelsvertretung und die Gesellschaftsvertretung hier, die Rivalen des Königs, könnte man sagen, die Vorboten der Demokratie zu Zeiten der Fürstenherrschaft und der Monarchie. Ja, Herr Professor Patzelt, das ist ja unglaublich, dieses Gemälde, vor dem wir da stehen. Ist das so etwas wie ein deutsches Weltwunder, was wir da hinten sehen können? Also sagen wir zunächst, es ist kein Gemälde, es sind Porzellankacheln, die hier auf die Wand aufgebracht sind und auf diese Weise sind sie auch beständig als ein Gemälde. Weltwunder ist vielleicht zu viel gesagt, aber hier ist ein Ort, in der Sachsen sich ihre Geschichte sehr gut vergewissern können. In diesem Zug der sächsischen Fürsten gelangt man vom Mittelalter bis zur fast Abschaffung der Monarchie zu Beginn des 20. Jahrhunderts und kann im Grunde die gesamte sächsische Geschichte anhand der jeweiligen sächsischen Kurfürsten, Herzöge, Könige später sich vor Augen führen und anderen vor Augen führen. Wir stehen ja nicht zufällig jetzt gerade hier am Ausschnitt dieses Porzellan-Mosaiks, dieses Monumental-Porzellan-Freskos, vielleicht wäre der Fachbegriff. Warum haben Sie ausgerechnet diesen Ort ausgewählt? Ich sage hier den Namen, vielleicht kann man es lesen. August der Zweite, 1694 bis 1733. Was hat es mit diesem August dem Zweiten auf sich, Herr Professor Patzelt? Eine der zentralen Figuren in der sächsischen Rückerinnerung ist die Erinnerung an August den Starken, der angeblich so stark war, dass er mit bloßer Hand ein Hufeisen verbiegen konnte. Dieser August erbte sozusagen den Reichtum aus dem sächsischen Silberbergbau. Die Kasse war wohl gefüllt, der Hof war gut im Schuss und der Ehrgeiz trieb ihn immer weiter. Es waren die Wettiner durch den großen Reichtum, den die Bodenschätze des Landes brachten, in die führenden deutschen Adelsfamilien aufgestiegen. Im Mutterland der Reformation hatten sich die protestantischen damals Kurfürsten auch hervorgetan mit der Verteidigung des Luthertums. Und jetzt musste man irgendwie mit der katholischen Kaiserdynastie der Habsburger gleichziehen. Wie kann man, wenn man schon Kurfürst ist, weiter befördert werden? Ja, das geht nur, wenn man irgendwo König wird. Und Gottlob war das ostwärts gelegene Königreich Polen eines, das eine Wahlmonarchie hatte und das immer von auswärts her sich Monarchen holte, deswegen von auswärts her holte, damit die dem polnischen Adel nicht zu nahe rücken konnten. Und August der Starke beschloss auf diese Weise, die wie ihm schien fällige Beförderung zu erlangen, bewarb sich um die polnische Krone, bewegte auch erhebliche Geldmengen, wurde polnischer König und deswegen ist er eben als der große König August der Starke auch von einer unermesslichen sexuellen Triebhaftigkeit beseelt in der Volksüberlieferung bekannt geworden. Hochinteressant, also eine Art Headhunter-Verfahren könnte man sagen, der Polen, die sich auswärtige Fürsten geholt haben, damit der eigene Adel nicht zu sehr drückt. Faszinierend. Ja, die haben schon darauf geachtet, dass unter denen, die sich um den polnischen Thron bewerben, keine zu mächtigen gewesen sind. Und ehrlich gesagt, so stark im Ansehen stand der polnische Thron auch nicht. Es gab einen französischen König oder einen französischen Thronanwärter, der kurzzeitig König von Polen wurde, anschließend die Chance hatte, auf den französischen Thron zu gelangen. Und das tat er dann und ließ Polen für sich selbst zurück. Und was ist aus August dem Starken geworden? Wie hat sich dieses Königtum in Polen dann für ihn und auch für Sachsen weiterentwickelt?
August der Starke verbrauchte jede Menge von Geld für sein polnisches Abenteuer. Er musste ja auch auf eigene Kosten, Truppen und so weiter unterhalten, sich dort einmischen. Er schaffte es, seinen Sohn mit der habsburgischen Kaisertochter zu verheiraten. Dafür renovierte er auch das Schloss. Das ist jetzt nach den Zerstörungen im Krieg auch wieder wunderbar renoviert. Man sieht es in altem Glanz, zumindest die meisten Räume. Dafür verbrauchte er sein Geld. Er schaffte es, dass sein Sohn ihm auch auf dem polnischen Thron nachfolgte. Das ist dann das sogenannte augusteische Zeitalter. Augusteisch auch deswegen so genannt, weil in der römischen Geschichte das Zeitalter des größten Glanzes ist. Und hier ist sozusagen die Grundlage der sächsischen Kunstsammlungen gelegt worden. Oberhalb des Fürstenzuges befinden sich Räume, die in der alten Zeit oberhalb der Stallungen des Kurfürsten gewesen sind. Denn hinter uns ist einfach der Stallhof der Kurfürsten bzw. Könige von Sachsen. Und da oben war die erste große Gemäldegalerie. Und wann immer man Goethe liest und hört, wie beeindruckt er von den sächsischen Sammlungen war, hier oben ist er gewesen und hat sich die Kunstschätze angesehen. Und das, was vom augusteischen Zeitalter bleibt, ist neben einer Menge von Schulden und großem Glanz, insbesondere die Kunstsammlung. Und hier hat dann später Sachsen sein Geld investiert, weswegen Sachsen immer noch besteht und Preußen, das die Kriege gewann, nicht mehr besteht. 694 bis 1733, das war auch die Zeit von Ludwig dem 14., das war der Höhepunkt des Absolutismus in Europa, die Fürstenherrlichkeit, die Königsherrlichkeit. Wie viel Absolutismus hat es damals eigentlich in Sachsen gegeben? Haben sich die Sachsen den Absolutismus bieten lassen oder haben hier die Stände gleich gegenüber im Parlament dem König, dem Fürsten, dem Kurfürsten arg zugesetzt? Hier muss man sich einfach klar machen, dass der sächsische Kurfürst eigentlich der Protektor Luthers und der Reformation gewesen ist. Und die sächsischen Stände waren stolz darauf, protestantisch zu sein. Wenn man aber polnischer König werden will, dann kann man kein Protestant sein. Infolgedessen konvertierte August der Starke für sich persönlich und mit seiner Familie zum katholischen Glauben. Das haben ihm die sächsischen Stände kaum verziehen. Der Kanzler, der das mit durchsetzte, der hat das mit einer Hinrichtung später bezahlt, nach langer Gefangenschaft. Das heißt, der sächsisch-polnische König musste den Ständen gegenüber sehr vorsichtig sein, weil er eben sozusagen vom richtigen Glauben abgefallen war und einer fremden, ultramontanen Religion sich zugewandt hatte, sodass hier nicht allzu viel an Absolutismus durchgesetzt werden konnte. Es ließ klugerweise der sächsische Hof es auch damit bewenden, dass eine große Prachtentfaltung gemacht wurde, auf welche die Leute dann stolz gewesen sind, dass das hier eine Kulturmetropole für ganz Europa gewesen ist. Aber es ist in Sachsen niemals gelungen, den Ständeparlamentarismus so sehr zu ersticken, wie das etwa später dem großen Kurfürsten und den preußischen Königen gelungen ist. Der Parlamentarismus blieb hier ziemlich munter, auch wenn er sich eine oktroyierte Verfassung im 19. Jahrhundert musste aufzwingen lassen. Und vielleicht der historischen Gerechtigkeit willen, das Gebäude, vor dem wir stehen, das ist das Landtagsgebäude aus dem 19. Jahrhundert. Ursprünglich tagten die Stände im Ständehaus, in dem sich heute das Stadtmuseum befindet. Und hier zog man dann erst später her. Und das ist übrigens eine Verbindung zwischen Dresden und Berlin. Denn der gleiche Architekt, der den Berliner Reichstag gebaut hat, hat auch dieses Ständehaus gebaut, nämlich Paul Wallot. Und ist verewigt in der Wallotstraße auch in Berlin, unweit der Königsallee, unweit des Tatorts, wo dann im letzten Jahrhundert, ziemlich genau vor 100 Jahren, Walter Rathenau auf hinterlistige Art und Weise ermordet worden ist. Vielleicht noch eine Anschlussfrage an August den Starken. Sein opportunistischer, machtpolitisch bedingter Religionswechsel hat sich so gesehen für Sachsen als Segen erwiesen. Hat quasi einen Teil der Freiheit, der Freiheitskultur im Freistaat Sachsen mit institutionalisiert. Denn indem er sich von der angestammten Religion entfernte, konnte er ja, wie Sie geschildert haben, nicht den ganz harten Griff auf sein angestammtes Land hier vornehmen. Also so gesagt eine List der Geschichte mit freiheitsverstärkender Wirkung. So kann man es sagen, weil es einen ganz besonderen Dualismus zwischen den Ständen und der katholischen Dynastie gab, war der Machtzugriff nicht so enge. Aber noch wesentlicher ist, dass die Weichen so gestellt wurden, dass die
Militärmacht in Sachsen nie jene Rolle spielte, die es in Preußen spielte. Es ist berühmt, dass sich die sächsische Armee in einem der Kriege kampflos in der sächsischen Schweiz ergab, wann immer Sachsen zwischen den habsburgisch-böhmischen Machtblock und dem preußischen Machtblock geriet, wich der Hof aus nach Nordböhmen auf die Festung Königstein, noch in Sachsen gelegen, auf die andere Seite. Sachsen hat es einfach dann irgendwann aufgegeben, in Deutschland eine Großmachtrolle zu spielen. Dafür reichte die Macht nicht. Die Preußen hatten ja im Siebenjährigen Krieg in Sachsen erhebliche Zerstörungen angerichtet und es war dann der sächsischen Regierung klar, mit Preußen legt man sich besser nicht an. Die Preußen, die bekommen Gloria und die Dresdner, die Sachsen, bekommen den Triumph der Kunst. Und die Lebensqualität. Was ist letztlich der Grund, dass die Preußen gewonnen haben? Ist da einfach der Militarismus, diese stechschrittartige Machtverdichtung? Was ist letztlich der Grund, dass es die Preußen geschafft haben und die Wettiner, die ja doch auch nach europäischen Lorbeeren strebten, die haben es dann nicht geschafft? Können Sie als Politologe sagen, was den Unterschied zwischen diesen Dynastien ausmachte? Man muss zunächst einmal sehen, was Sachsen geschwächt hat. Das ist die Landesteilung zwischen zwei Söhnen des regierenden Kurfürsten im Spätmittelalter. Und diese ernestinische Teilung, die einen albertinischen gegen einen ernestinischen Landesteil setzte, von dem heute noch so schöne Thüringer Namen wie Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Coburg-Weimar und so weiter zeugen, das hat einfach diesen wettinischen Machtblock zersplittert. Er konnte nie zur gleichen Einheit kommen, zu der Brandenburg-Preußen gekommen ist. Dann war irgendwann das Silbererz in den sächsischen Gebirgen erschöpft und die sprudelnde Geldquelle, auf der die sächsische Macht beruht hat, sie war nicht mehr da. Man musste sozusagen sich neu erfinden. Und umgekehrt war es in Brandenburg-Preußen so, dass einfach die karge Natur des Landes erhebliche organisatorische, auch zivilorganisatorische Leistungen der Kurfürsten verlangte. Das hat der große Kurfürst geschafft, hat auch ein vernünftiges Steuersystem eingeführt. Sein Sohn, der Soldatenkönig, hat dann eine starke Armee aufgebaut, aber vorsichtshalber sie nicht in den Krieg geschickt. Und als dessen Sohn, Friedrich II. Sich an den Schlesischen Eroberungskrieg machte und an seine Kriege, bei denen oft Sachsen Kriegsschauplatz gewesen ist, ja, da war die Zersplitterung Sachsens und das sich Kaprizieren auf Kunst schon so weit fortgeschritten, dass man mit diesen etwas sehr soft gewordenen Sachsen relativ leichtes Spiel hatte. Hochinteressant, Herr Professor Patzl, und druckreif formuliert. Also ich stehe hier fast schon in dämonischer Gebanntheit vor Ihrer Formulierungskunst und der wirklich durchdringenden Röntgenperspektive in der deutschen Geschichte. Jetzt bin ich ja als Schweizer, kolportiere ich jetzt ein bisschen Gerüchte. Wir weiten jetzt den Blick nochmal ins Große. Wir kommen vom Sächsischen ins Allgemeine. Man sagt ja den Deutschen generell nach, auch in der Schweiz etwas, ich verrate Ihnen hier ein Geheimnis, man sagt den Deutschen nach, ja, die Deutschen, das sind einfach obrigkeitshörig. Die Deutschen, das ist einfach der Obrigkeitsstaat und die haben seinen Staatsfimmel und all diese Dinge. Wenn man ihnen zuhört, dann muss man sagen, nein, nein, so einfach ist das nicht. Das ist differenziert, wenn wir die Geschichte Sachsens etwa anschauen. Was hat es jetzt also, Sie als Politologe, was hat es jetzt eigentlich mit dem deutschen Obrigkeitsstaatsfimmel auf sich? Ist das so? Haben die Deutschen, ich rede jetzt auch ein bisschen heute, haben die eine Art einen Staatskomplex, einen Obrigkeitskomplex? Man sagt es ihnen nach. Also fangen wir am besten mit der Feststellung an, dass kein kleines deutsches Territorium jemals fremde Vögte beseitigen musste, sich auflehnte und darauf die eigene Identität gegründet hat. Das ist ein ganz anderer Anfang. Aber wesentlich wichtiger sind die folgenden Gründe. Im Dreißigjährigen Krieg, der Deutschland zunächst mal von Ost nach West und dann von Norden nach Süden durchzogen hat, der ein Drittel der deutschen Bevölkerung ausgerottet hat, er hat auch effektiv das damals stark gewesene deutsche Bürgertum beseitigt. Deutschland ist nach dem Dreißigjährigen Krieg ein Trümmerhaufen, ohne sonderliche Infrastruktur, verarmt und zugleich durch die Friedensbedingungen auf territorialer Ebene zersplittert. Es gibt dann eine Menge von Kleinstaaten. Der nächste Fürst, der lebt maximal ein oder zwei Tage Reisen entfernt. Und diese Fürsten wiederum, sie führen sich nicht auf wie eine fremde Besatzungsherrschaft. Es ist die Zeit, in der das protestantische Ideal des Betfürsten
des Landesvaters, der weiß, dass er eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss für das, was er seinen Untertanen getan hat, sich durchsetzte, sodass in dieser zerstörten Zeit die Deutschen ihre Fürsten, dass die Deutschen den Staat erleben, als eine wirklich hilfreiche Obrigkeit. Die Obrigkeit bemüht sich um die Wiederingangsetzung von Wirtschaft und Bildungssystemen. Und die Ursprünge des deutschen Sozialstaates liegen tatsächlich hier im Wiederaufbau nach dem 30-jährigen Krieg. Sicher, einige der Fürsten, die sich dann vom französischen absolutistischen Stil inspirieren haben lassen, sie waren auch ganz furchtbare Ausbeuter. Aber die historische Erinnerung war geprägt vom Wiederaufstieg des Landes nach dem 30-jährigen Krieg. Zeitschnitt, dann kommt irgendwann der Aufstieg von Brandenburg-Preußen, die große Organisationsleistung seit dem großen Kurfürsten. Eine Zeit, in der dann spätestens im 19. Jahrhundert, auch durch die Reformen nach den Niederlagen in den Napoleonischen Kriegen, Preußen zum wirklich modernsten Staat Europas geworden ist. Mit einer Verwaltung, die weitgehend von Korruption frei gewesen ist, mit großer Effizienz, großen Investitionen ins Bildungssystem, großen Investitionen auch in kommunale Selbstverwaltung, sodass auch damals die Deutschen den Staat als etwas erleben, dem man vertrauen kann. Freilich, man musste ihm dann auch vertrauen, wenn er in den Krieg zog, wenn er die ganze Bevölkerung einzog. Aber, und damit sei das Argument abgeschlossen, man darf nicht vergessen, dass die deutsche Reichseinigung sich drei siegreichen Kriegen verdankt. Das ist der Krieg gemeinsam mit Österreich gegen Dänemark, der Krieg gegen Frankreich und dann der innerdeutsche Krieg Preußen gegen Österreich. Und hier war die Vorstellung die, ja, wir haben es nur dank unserer wunderbaren Militärmacht so weit gebracht. Und wer unterrichtet uns an den Schulen? Ehemalige Unteroffiziere. Was ist sozusagen das Ziel des deutschen Aufsteigers? Abitur und Reserveoffizier. Und so kommt dann die Vorstellung, dass in Deutschland man am liebsten ist oder am liebsten hat den General Doktor von Staat. Und wenn das alles stimmt, der Doktor, der General von Adel und Staat, ja, dann kann man dem vertrauen. Und das ist im Grunde erst durch die Nazi-Diktatur und durch den vollständigen moralischen Ruin des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört worden und hat bis heute keine richtigen Anknüpfungspunkte wiedergefunden. Mich hat immer fasziniert der Begriff die verspätete Nation. Ich habe das immer so interpretiert, die Deutschen haben eigentlich widerwillig einen Nationalstaat gegründet. Die sind wie die Schweizer, das sind Kleinstaatler. Die Primärloyalität geht ins Bundesland und man hat sich eigentlich unter höchstem Widerwillen zusammengeschlossen zu einem Nationalstaat, der letzte große Nationalstaat. Gut, Italien ist vielleicht noch ein bisschen später gekommen oder etwa gleichzeitig. Plus die Bayern mussten ja geradezu in dieses Preußische Reich hineinbestochen werden mit einem Sozialstaat. Also wären die Deutschen, sind das eigentlich die Heimweh-Schweizer? Sie hätten am liebsten gar keinen starken Staat gegründet und würden doch ja, am besten noch in ihrer trauten Kleinstaatlichkeit zusammenleben. Was allerdings, letzter Punkt, nicht möglich war, denn Deutschland im Unterschied zur Schweiz war nicht durch Berge geschützt, sondern ein Durchmarschgebiet der großen Armeen in der Geschichte. Also eine Staatsbildung contre cœur, könnte man sagen, haben die Deutschen widerwillig diesen Staat gebaut. Vielleicht wird man sagen müssen, dass die Deutschen nie einen Staat hatten, sondern ein Reich hatten. Und ein Reich ist ein Gebilde, das verschiedenen Staaten oder Königreichen besteht. Und an Reichsstrukturen waren die Deutschen immer gewöhnt. Und gar nicht wenige haben dann dem alten, versunkenen Reich nachgetraut, das Napoleon zerschlagen hatte. Der Deutsche Bund, ja, er war eine Konföderation, aber ohne klare Regeln. Er war viel zu wenig oder er war weniger als ein Reich. Eine wohlorganisierte Anarchie. Na, Anarchie wird man nicht sagen können angesichts des preußisch-österreichischen Dualismus, die sich dann heftig im Frankfurter Bundestag um die jeweilige Präzedenz gestritten haben. Es war einfach ein gigantisch großes Land in der Mitte Europas mit gemeinsame Kultur, wo aber vieles an deutscher Kultur außerhalb auch der alten Reichsgrenzen gewesen ist. Und die Frage war, wie gestaltet man das? Man darf nicht vergessen, es ist damals das Zeitalter, als England den großen Aufschwung macht, als Frankreich das Rollenvorbild ist. Was machen wir Deutschen jetzt? Sollen wir uns auf Dauer zerschlagen lassen von den Franzosen, wie es in den Napoleonischen Kriegen gewesen ist? Und so entsteht dann innerlich die Abkehr vom alten Reich. Es entsteht die praktische Frage, wer soll das Sagen haben, Preußen oder Österreich? Die Preußen wiederum waren seit 1867
1867 in sozusagen Personalunion mit Ungarn verbunden. Die konnte man nicht ins Reich hineinlassen, die Ungarn, die wollten auch nicht, ebenso wenig die Bewohner der böhmischen Krone. Folglich musste dann Österreich aus dem Reich gedrängt werden, sodass das neue Deutschland, das 1871 entsteht, ohnehin schon ein kopiertes Deutschland ist, das freilich dann das geopolitische Schicksal erlitten hat, in Europa für ein Gleichgewicht zu groß und für eine Hegemonialrolle zu klein zu sein. Das ist dann doch eine andere Geschichte als die der Schweiz, aber es ist eine Geschichte, in der man nie so richtig in den Anzug hineinpasste, den man gerade hatte. Die Geschichte ist ein Rorschach-Test, nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich als Schweizer natürlich immer auch etwas die Schweiz in die europäische und deutsche Geschichte hineinprojiziere. Und heute wäre dann so etwas wie die EU eine Art die Wiederbelebung der Reichsidee, die da durch die deutsche Geschichte und das deutsche Bewusstsein wabert. Wenn man es so formuliert, gerät man leicht in den Verdacht, einem ganz schlimmen politischen Lager anzugehören. Das wollte ich natürlich nicht tun, sondern ich frage das in aller Unschuld. Und in aller Unschuld wird man sagen, dass Deutschland deswegen so wenig Probleme mit den Institutionen der Europäischen Union hat, weil die Europäische Union von ihrem Institutionensystem her den Institutionen des Heilig-Römischen Reiches Deutscher Nation, das weider heilig noch ein Reich noch römisch oder noch deutsch gewesen ist, doch verdammt nahe kommt. Deutsche sind es gewöhnt, in sozusagen mehr Ebenen Regierungssystemen zu leben, in übernationalen Gebilden zu leben. Infolgedessen entspricht die Europäische Union ziemlich genau dem, was immer schon deutscher politischer Brauch oder der Brauch der Organisation des politischen Zusammenlebens in und mit Deutschland gewesen ist. Herr Professor Patzelt, um es zusammenzufassen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und das ist hier die Schlussbemerkung vor dem prächtigen Mosaik, dem Porzellan-Kolossal-Gemälde, ich sage es jetzt trotzdem, dem Fürstenzug hier in Dresden, in Sachsen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Patzelt, für Ihre wirklich also umwerfenden, druckreifen, laserstrahlklaren Ziselierungen und auf den Punkt Bringungen. Mit diesem Schlussbild verabschieden wir uns aus Dresden und wünschen Ihnen weiterhin einen schönen Tag bei Weltwoche Online und Weltwoche Daily.